Einen wertvollen und wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Mich hat die Frage erreicht, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Versicherungsmakler und einem Versicherungsvertreter? Ganz einfach erklärt, es gibt zwei rechtliche Seiten. Auf der einen Seite ist das Versicherungsunternehmen und auf der anderen Seite der Kunde. Und der Versicherungsvertreter ist auf Seite des Versicherungsunternehmens, ein Unternehmensvertreter. Heißt also, der regelt die Interessen des Unternehmens und ist für die Kunden Ansprechpartner. Der Versicherungsmakler ist rechtlich gesehen auf Seite des Kunden. Dort gibt es also eine Vertragsbeziehung zwischen dem Kunden und dem Versicherungsmakler, sodass der Versicherungsmakler stellvertretend für seine Kunden die Angelegenheit bei den Versicherungsunternehmen regeln kann. Geht also los bei Schadenmeldungen, Verträge erneut machen, Verträge kündigen, Verträge verwalten und aktualisieren. All das kann der Makler stellvertretend für die Kunden bei den Versicherungsunternehmen tun. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Wünsche euch damit einen wundervollen Tag und wir sehen uns bald wieder. Viele Grüße und Glück auf!